So, da sind wir wieder. So, meine lieben Sorgret-Freunde, ich weiß, ich habe euch furchtbar lange warten lassen. Aber diverse andere Projekte haben mich etwas in den Bann gezogen. Und deshalb geht das natürlich. Ich habe ja gesagt, es geht hier weiter. Genau die Tastaturbelegung. Das gucken wir gleich nochmal rein. Ich verlasse diese Welt. Kann ich denn nochmal alles nehmen? Nee, das war. Moment. Aha, ich hab's wieder vergessen, ne? Jetzt in Reichweite aufsammeln. So. Ich konnte das irgendwie alles nehmen mit einer Tastatur. Okay. Ja, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das alles war. Aber ich weiß noch, dass es ging. So, und deshalb gucken wir jetzt gleich mal in die Tastatur rein. Nicht wahr, meine Lieben? Ich weiß gar nicht, mal demnächst mal, mal eine kleine Umfrage starten, ob ihr das gerne mitkämpfen sehen wollt oder ob das reicht, wenn ich das so mache. Wahrscheinlich die Geschmäcker sind ja verschieden. Manche mögen mein Gesicht ja auch nicht im Prinzip. Aber was soll's, ne? Kann ja nicht alles haben, ne? Ich kann ja nicht. War das ein Plan? Ne. Auch nicht zu beschießen, dann beschieße ich dich auch. So. Wir müssen auf jeden Fall nochmal gucken. Das schneide ich natürlich raus. Ich gucke jetzt nochmal in die Bedienungsanleitung. Das ist ja gar nicht die Bedienungsanleitung. Das ist das, was wir machen müssen überhaupt. Blind Garden Defense, das ist natürlich, wir haben Silber wieder. Das heißt, die Folge wird also, gab es schon mal, wo ich auf Bronze abgebrochen habe, weil ich dachte, ich könnte vielleicht den Schwierigkeitsgrad einfach etwas höher setzen, um mir dann den Spaß zu machen. Einfach weiterzuspielen. Aber dann fing der ganze Senf wieder von vorne an. Ich hätte sehr wahrscheinlich einen neuen Charakter. Einen neuen Charakter bilden müssen. So, wir gucken mal eben in den Karten. Also die Einstellung haben wir. Wir gucken mal ein- und Ausblendesymbol. Was haben wir hier? Minikarte verbergen, wiederherstellen, Krümmung, Systemgröße, Transparenz. Minikarten einstellen. Oh, guck mal hier, den können wir streichen. Der ist ja niedlich, der Kerl, ne? Oder? Dann gucken wir mal hier bei den Optionen mal eben vom Gameplay. Da haben wir alles soweit drin. Die Steuerung. Möchtest du die Änderung übernehmen? Ja, habe ich hier was geändert? Nein, ich habe gar nichts dabei geändert. So, wir gucken mal hier eben kurz, damit ich wieder weiß, welche Taste was ist. Göttliche Gabe auslösen ist G. Gefährdet Kampfradius einstellen. Gefährdeten Kampfradius, gefährdeten Einzel- und Gruppenangriff einstellen. Buff 1 aktivieren. Was ist der Buff 1? Okay, Heiltrank verwenden war die Leertaste. Okay, das haben wir jetzt. Bild nach unten herauszoomen. Inventar F. Inventar F. Was ein Blödsinn, ne? Warum machen wir nicht Inventar I? Kampfkunst 1, Kampfkunst 2, Kampfkunst 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kistenträger rufen. X, Logbuch L, Tabulator nach oben. Club, Orb, Seite. Pause, Reittier rufen. Oh, okay. Rückwärts. S. Klingschaft Druck. F7. Speichern. Trank 1, Trank 2, Trank 3. Okay. Ich kann also mehrere Tränke. Vorwärts, Waffe 1. F1, F2, F3. Okay. Wie kann ich denn alles einsammeln? Das steht hier wieder nicht. Ach, das steht hier wieder nicht, ne? Irgendwo ging das mit irgendeiner Taste. Ich müsste dann nochmal in den alten Kommentar legen, da wart ihr so nett, mir das zu schreiben. Guck mal, hier kann ich das drehen. Okay. Das kann ich laufen. Gut, ich weiß es nicht mehr, liebe Leute. Ich weiß es nicht mehr. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal die Map aufrufen. Das weiß ich noch.
Ende der Reise beginnt eine Beginn einer Reise. Okay, da gehen wir als erstes hin. Wir wollen natürlich gucken, klicken zum Teleportieren. Das können wir jetzt hier nicht machen. Okay, wir gehen auf jeden Fall Richtung Beginn einer Reise, Ende einer Reise. Um dann nachher die Blind Guardians müssen wir natürlich auch wieder aktivieren, aber das können wir später auch noch machen. Die sind nicht so entscheidend. Die Waffen hatte ich ja auch nicht genommen. Die Waffen hatte ich auch nicht genommen. Okay, zurück zum Spaß im Glas. So, wir marschieren jetzt hier durch. Gucken, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Aber ich bin schon wieder auf dem falschen Weg. Pass auf. Also, ich bin schon wieder auf dem falschen Weg. Aber wo wohnt? Ne, ich bin auf dem richtigen Weg. I am on the right way. Nein, I am on the wrong way. Okay, wir müssen zurück. Wir haben die Gabelung natürlich wieder mal verpasst. So, also wie gesagt, Leute, ich hatte ja versprochen, dass wir weitermachen. Ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ne? Ja, wir müssen hier durch diesen Ort durch. Aber wir können das hier alles noch erledigen. Wir machen alles. Ich habe mich jetzt entschlossen, wir machen alles. Auch wenn wir es schon mal gehört finden und dann erschlagt fünf Wegelager. Keine Angst, machen wir. Ich helfe euch. Das dürfte nicht das große Problem sein. Wegelagerer finden wir hier immer en masse. Das können wir auf dem Weg machen. Da können wir hier mal machen. Wenn wir jetzt hier hingehen. Ach ne, wir machen mehrere Aufträge zugleich. Vielleicht können wir das ja auch erledigen. Dass wir diesmal ein bisschen anders spielen. Beim letzten Mal habe ich immer einzeln abgekämpft. Machen wir jetzt nicht. Töte den Wolf, der die Kuh gerissen hat und bringt den Halsschmuck zurück. Naja, meine Lohne, das arme Tier einfach tot. Eben noch steht sie auf der Weide und kaut und schluckt und kaut und schluckt. Und sie kaut immer noch. Und nun ist sie weg. Einfach weg. Der Wolf hat sie gerissen. Nur ein Häufchen Rindsleder ist noch übrig. Dabei hätte ich sie so gerne, die Dulcinea, dass ich sogar einen kleinen Halsschmuck habe anfertigen lassen, extra für sie. Denn wird nun der Wolf verschluckt haben. Mistviech. Würdet ihr diesen Wolf erlegen und aufschneidend? Vielleicht könnt ihr ja wenigstens den Halsschmuck noch retten. So hätte ich eine Erinnerung an Dulci. Also der Jägergehilfe hier, wie heißt der? Tiraen oder so ähnlich. Der hat eine ziemliche Meise in der Birne. Also ich würde sagen, bei dem zwitschert das Lichterloh. Komische Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine. Wir werden natürlich uns um seine Kuh kümmern. Die Blöde. Die muss ja hier hinten irgendwo sein, da wird es mir schon angezeigt. Vielleicht kann ich auf dem Weg auch gleich die Wegelagerer erledigen. Da ist auch schon der Wolf. Wir machen aber erstmal die kleinen Wölfe. Ums, daneben. Ich habe das Ohr nicht drauf. Ich weiß immer noch nicht, mit welcher Taste ich... Was war das? Was habe ich jetzt gemacht? Ich muss jetzt mal die Tasten durch testen. X. Ne? Oh, das ist der Kistenträger. Den habe ich jetzt gerufen, den wollte ich gar nicht haben. Was ist das? Ach, ich habe bald alles durch. Den auch wieder wegschicken, den Kistenträger. Ach, der haut auch nochmal, da finde ich die Kiste auch gut. Ergebe dich deinem Schicksal. Genau, mach das mal. So, jetzt habe ich aber jetzt die Nase dicke mit dem... Also die Nase dicke ist auch wieder sowas Schönes. Ich habe... Ich höre... Oh, wo sitzt der denn hier? Hallo? Bin ich jetzt schon wieder von einem Bug verfolgt oder was? Das ist der Wolf? Muss hier irgendwo sein. Gucken wir mal auf die Karte. Was zeigt er mir denn hier an? Die gefressene Kuh. Das kommt mir doch hier an. Was ist die Kuh? Ja, wo liegt sie denn? Liegt hier bestimmt irgendwo im Teich, von Wette. Bei meinem Glück.
Da ist die auf der anderen Seite und wird noch falsch angezeigt. Gut, Leute, das fängt schon wieder richtig genial an hier. Ich weiß nicht, wo der ist. Auf jeden Fall ist er nicht da. Mein Freund, ich habe die Kuh erledigt, aber du wolltest sie mir nicht geben. Ich habe den Wolf auch erledigt, aber der wollte mich auch nicht haben. Also versuche ich, dass das mal respawnt irgendwann und erledige dann den anderen Job. Wo ist denn der Jäger? Der ist weg. Silda. Ja, ich kann es nicht ändern. Der hat sich verpieselt. Sind also wieder mal ein paar Minuten richtig Spaß. Wir sind gerade neu gestartet mit neuer Motivation und dann sowas. Okay, wir erschlagen dafür die Wegelager. Ihr Narren doch geflohen. Ihr müsst das. Ihr müsst dafür leiden. Ach, ich nehme immer diesen Trank, weil ich immer noch diese Piste suche. Alles gut. So, 5 Wegelagerer sollten wir erschlagen. Das hätten wir dann wohl schon gemacht. Wir gehen aber jetzt mal hier auf die andere Seite, um zu gucken, ob der Wolf sich nicht hier irgendwo verpflichtet hat, dass nur der Marker falsch ist. Armes Tier haut da drauf wie eine Katze und sagt dann armes Tier. Ist auch ein bisschen merkwürdiges Verhalten, finde ich. Oh, was war das? Wo kommt denn das Gold her? Also es scheint etwas merkwürdig zu sein, das Spielverhalten hier. Und wir gehen natürlich weiter. Es ist natürlich nicht so, als ob wir nicht könnten, hätten wollen. Voller Plan. Hallo? Wollt ihr schon? Manchmal sehe ich einfach nicht, wo der Körper ist, hey. Schwaches Elixier der Genesung. Was ich jetzt versuche, ist einfach, ich versuche jetzt hier einfach drum rum zu gehen. Ich erlöse dich. Ist euch ja auch eigentlich aufgefallen, dass der irgendwie die Wegelager nicht zählt oder was? Bin ich jetzt total Schmischuppe oder was? Ich hab doch 2 Aufträge, oder? Ach guck mal, jetzt ist die Kuh weg. Jagd auf Wegelagerer. Okay. Ach, jetzt muss ich dahin. Also die Kuh ist weg. Habt ihr das gesehen? Ich habe die gerade angeklickt, dann war die Kuh weg. Also sehr wahrscheinlich. Gucken wir jetzt mal im Journal nach, was da passiert ist. Die gefressene Kuh, die jagt nach dem Wegelagerer. Jagd auf Wegelagerer, die gefressene Kuh. Dann beginnt eine Reise. Okay. Gefressene Kuh jagt auf die Wegelagerer. Merkwürdig, aber es nutzt ja nichts. Wir müssen das ja irgendwie managen hier. So. Dann gehen wir eben da wieder rüber. Er schlagt jeden, der sich wehrt. Es war ein Fernduell. So, dass ich gewonnen habe. Oh. Ja, wie gesagt, meine lieben Sacred-Freunde. Es ist, wie es ist. Wir machen einfach weiter. Und wir machen natürlich alles in kleinen Häppchen. Damit ihr wisst, was hier so am Bach ist. Wie sich die Geschichte entwickelt. Das Wolf. Ja.
mal hier. Ist sie nicht hübsch? Hat so ein bisschen was, ne? Ich würde meiner Frau mal das Outfit vorschlagen, was sie davon so hält. Nur mal so. Als Idee. Ich finde das ganz positiv. Es ruckelt ein bisschen, wenn ich dicht dran bin. Liegt daran, weil ich sehr wahrscheinlich wieder... Aha, da haben wir die. Danke im Namen des gesamten Dorfes. Meine Mission ist hier beendet. Dann nehmen wir gleich die nächste. Findet die verschollene Patrouille. Wir benötigen eure Hilfe. Unsere Basis ist vor ein paar Tagen aufgebrochen, um den Wildbestand im Wald zu kontrollieren. Ah, dafür schicken die Patrouillen los. Da schicken wir normalerweise Förster für los, aber okay. Bisher sind sie noch nicht zurückgekommen. Bitte versucht es, sie zu finden. Eine Belohnung gibt es von 1356 Gold. Das ist eine Menge Geld für ein bisschen Patrouille suchen. Ich helfe euch gerne. Dementsprechend machen wir das mal. Und gehen gleich hier in den Dorf und werden uns jetzt mit Aufträgen vollbatschen und eins nach dem anderen abarbeiten. So, er schlagt 25 Kobolde und bringt sie in ihre Köpfe. Hey, ihr seht aus, als würdet ihr euch gerne etwas Geld verdienen. Und diese verdammten Kobolde werden in letzter Zeit immer frecher. Nachts zertrampeln sie mir meine Felder und erschrecken die Kühe. Gestern war die Milch von Sieglinde schon wieder sauer. Guck mal, die eine Kuh ist gestorben, die kriegt ein Halsband und diese Kuh ist sauer. Ah ne, die Milch ist sauer. Für jemanden wie euch sollte es doch eine Kleinigkeit sein, diese kleinen Biester zu erschlagen. Bringt mir 25 Koboldköpfe als Beweis. Es soll euer Schaden nicht sein. Belohnung 813 Gold. Das heißt, für 25 Kobolde kriege ich 813 Gold und für eine Patrouille suchen 1300. Die Aufrechten werden leben. Es ist schon erstaunlich. Gut, wir arbeiten diesen natürlich... Diesen Ort habe ich gesucht. Ja, ich auch. Ich sollte mit dem Dorfvorsteher sprechen. Okay. Wer ist denn der Dorfvorsteher? Das ist der Dorfvorsteher. Nein. Wo ist der? Ach, der ist da hinten. Aber wir machen natürlich Dorfvorsteher hin, Dorfvorsteher her. Wir müssen... Obwohl, wenn ich die ganzen Aufträge annehme, liebe Leute, dann weiß ich nachher wieder nicht, was ist. Okay, wir reden jetzt erstmal mit dem Dorfvorsteher, das machen wir jetzt. Der hat doch bestimmt diese Sache mit den Steuern. Glaube ich, damit geht das los. Ich weiß es noch nicht so genau. Ja, ich glaube, das war das. Hier kam ich nachher aus der Butze nicht mehr raus, weil ich den Ausgang nicht gefunden habe. Wo steht denn der Steher von der Dorfvorsteher überhaupt? War der hier oben oder war der hier unten? Also hier machen wir erstmal die Truhe auf. Das finde ich immer sehr schön an dem Spiel, dass man erstmal in die Gebäude reingehen kann und alles klauen kann, was nicht wieder und nagelfest. Ach, der sitzt da oben. Gut, dann nehmen wir den da oben mal mit. Okay, wo bist du, mein Dorfvorsteher? Was hast du? Ein paar Räuber haben die Steuerabgaben des gesamten letzten Jahres gestohlen, die unser Dorf aufgebracht hatte. Es handelt sich zwar nur um einen kleinen Beutel, aber er enthält Edelsteine, die ein kleines Vermögen wert sind. Wenn wir unsere Steuer nicht zahlen können, ist das Dorf dem Untergang geweiht. Dem Untergang! Wir wissen zwar, dass der Unterschlupf dieser Räuberbande in der Nähe der endlosen Höhle ist, aber unsere Kämpfer sind alle im Krieg und wir haben niemanden, der es mit ihnen aufnehmen könnte. Bitte, holt die Juwelen von den Räubern zurück und bringt sie zu Senator Gracchus in Tylysium. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Ja, möge die Macht mit uns sein. Ich kümmere mich darum und bringe euch die Juwelen zurück. Ja, natürlich machen wir das. Wir machen das. Wir haben ja sonst keine Hobbys. Wir müssen einfach jetzt erstmal hier rauskommen. Wisst ihr? Das Problem hatte ich nämlich letztes Mal auch schon, dass ich hier nicht rauskam. Jetzt weiß ich aber, wie es geht. So, okay. Wir müssen tü. Warum ist da oben schon wieder ein Fragezeichen? Bestimmt auch noch einer rum. Was ist denn? Ach nee, das ist nicht da, das ist hier vorne. Was willst du? Ah! Für das Licht! Ich habe ein Ticket gekriegt. Ach, das war dieses Ticket für diese... Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Jetzt lande ich hier irgendwo in diesem komischen drin. Neue Aufgabe erhalten. Okay, was ist das für eine Aufgabe? Der Anhalter durch die Tutorials. Der Anwalt kann mir, ich bin bewaffnet, ich habe ein Aufzug, ich habe ein Handtuch.
Bevor ich mich in die große weite Welt hinausfalle, sollte ich mir aber noch ein bisschen üben. Vorsicht ist die Mutter der Posaunen. Plus Schadensarten brennt Skelette, brennt Reliquien, wer den Bären spielt, bleibt der Höhle der Piraten, der Brunnerlohn, ich mich mit dem Auftraggeber soll im Schneenfurt an Umgebung zu finden sein. Habe ich mir sagen lassen. Okay. Okay, ich weiß zwar nicht, was es soll, aber wir sind dabei. Oh, ich habe ja nur 1,10. Ich hätte gar nicht lesen dürfen, glaube ich. Es war irgend so ein neues Feature hier, aber das wollte ich an sich gar nicht machen. Aber ist egal, wir machen das noch mit. Wir haben noch ein paar Sekunden. Ich laufe jetzt hier einfach mal durch die Gegend, um mir das anzugucken, was hier ist. Irgendwo ist hier was, was man erledigen muss. Versteckt mir nochmal. Keine Ahnung, warum hier irgendwas ist. Ich grüße euch, schöne Dame. Klatsch und Tratsch sind böse Schwestern. Doch, eure Neuigkeiten, die höre ich sehr gern. Okay. Keine Ahnung, was der von mir wollte. Jetzt bin ich wieder weg. Na. Jetzt bin ich wieder an einem anderen Ort. Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, was der von mir will, ne? Vor allen Dingen hier kann ich gar nichts machen. Kann ich nicht mal runterlaufen. Man hat irgendwie nur so wenig Zeit, um da was zu erkunden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Keine Ahnung. Ich finde es merkwürdig. Hätte ich gewusst, mit dem Ticket, das habe ich wieder angenommen. Ich habe nicht so richtig gelesen. Aber macht ja nichts, ne? Wir müssen ja hier gucken, was los ist. Keiner weiß genau, wo das hier lang geht. Das ist aber auch in der Steuerung manchmal ein komisches Gedönse hier. Den ganzen Ort. Ach, guck mal, da ist irgendwas. Kann ich wieder abhauen, glaube ich. Da geht's in die Spielwelt. Insel der Wiege. Okay. Alles klar. Insel der vielen Wege. Okay. Wir gehen natürlich wieder zurück, weil wir müssen jetzt wieder dahin. Wir müssen uns um unsere anderen Aufträge kümmern. Das ist Blödsinn, was da passierte. Also der Hauptquest ist ja eindeutig, dass wir Richtung links müssen. Richtung die Steuerabgaben erledigen müssen. Hier haben wir jetzt die Dings, was haben wir denn noch? Hier haben wir noch verschollene Patrouille. Könnten wir hier von hier aus besser erledigen, obwohl der Weg ist genau derselbe. Wir gehen jetzt hier durch diesen Ort durch, rüber. Was haben wir denn noch? Wir hatten doch noch was. Die Kuh ist erledigt, so wie es aussieht. Oder ist sie nicht erledigt? Das ist hier die Frage. Auf jeden Fall ist die Kuh weg. Tötet den Wolf, Rache für den Mitschirm. Okay, ich soll den Wolf immer noch töten. Wir gucken mal, ob der jetzt wieder respawnt ist, der Wolf. Ich habe den ja an sich getötet.
Was ist jetzt passiert? Ach, ich will nicht zurück. Warum muss ich jetzt wieder hierhin zurück? Was soll das? Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Also jetzt werde ich langsam sauer, Leute. Ich kann mich nicht mehr. Warum geht das jetzt wieder nicht? Ach Mann. Ich konnte mich da nicht bewegen, deshalb muss ich mich da wieder hinbeamen. Warum bin ich denn jetzt da wieder hingebeamt worden? Was soll das? Ich kann mich nicht bewegen. Bewegungsunfähig. Tja, so, dann werde ich das Problem wohl anderweitig lösen müssen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Immer cool für Kommentare und Likes. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht mehr funktioniert. Ich werde das mal abspeichern und dann machen wir die nächste Folge weiter. Wir haben genug Aufträge und dann... Jo, tschö, liebe Freunde. Tschö. Thank you.